sehr geehrte Kameradinnen, Kameraden, Gäste, Mitbürger, Helfer und Kenner der Freiwilligen Feuerwehr Schwandorf, ich darf Sie auf das Allerherzlichste zu unserem richtig gastfreundlichen Fest der Einweihung der neuen Fahrzeughalle und der Inbetriebnahme unseres neuen Feuerwehrfahrzeugs, des LF-106 Katastrophenschutz, hier in den neuen Hallen und organisierten Räumen der Feuerwehr begrüßen. Vorab möchte ich meinen Pfarrer Helm für den gelungenen Gottesdienst bedanken. Etwas Unterstützung von oben kann es bei unserem Dienst sicher nicht schaden. Und gleichermaßen Dank für die musikalische Begleitung durch die Posaunenfahrt. Besonders begrüßen möchte ich den amtierenden Bürgermeister, Herrn Jürgen Adam. Den Ortsvorsteher und zukünftigen Bürgermeister, Timo Gehrig. Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Herr Dieter Boss. Sowie anwesende Mitglieder der Gemeindegremien. Den Gemeindebrandenschutz, Herr Dieter Glatz, der ist einer Väter noch, und wir vertreten euch Willi Donat. Den stellvertretenden Kreiswaldinspektor Hubert Hell. Den Kreisgeschäftsführer vom Feuerwehrverband, Herrn Franz Josef Kreuder. Den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Herrn Hans Kohl. Die Feuerwehr Allesheim, die mit der Fahrzeugausstellung gebaut ist. Die Oldtimer-Freunde Allesheim. Ganz besonders allen Firmen und Privatpersonen, die uns finanziell oder anderweitig sehr stark unterstützt haben. Wir werden einer vom Gerhard genannt, sowie alle Wehren aus unserer und aus den Nachbargemeinden. Besonders nochmal die Mental Herzlich, der auch als Gast bei uns ist, die uns begrüßt. Und allen nochmal herzlich willkommen. Das alte Gerätehaus hat uns treue Dienste geleistet. Ist aber nicht mehr auf dem technischen Stand, wie es heute in den Zeitschriften gefordert wird. Deshalb haben sich bei der Feuerwehr Schwandorf einige Personen Gedanken gemacht, wie man dies am besten ändern könnte. Pass auf, wer den Gerhard und den Thomas kennt, weiß, dass hier ein Ergebnis herauskommt, was Hand und Fuß hat. Seit diesem ersten Gedanken und der heutigen offiziellen Einweihung des Gerätehauses ist sehr viel passiert. Und ich darf hier betonen, ohne diese Eigenleistung der Feuerwehr Schwandorf und einiger Helfer und natürlich den Bauleiter der Gerhard, sehr viel heute nicht hier. Ich will da nicht zu viel vorgreifen, Details im Bericht machen die Gärtner hier noch für die Baumaßnahme. In diesem Zug weise ich gerne darauf hin, dass der Bau auch und auch die Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs ohne Gerhard und Thomas Welsen sowie den anderen vielen fleißigen Helfern aus Vereinen und den Hilfen und Zuwendungen von Gewerbetreibenden und Mitbürgern und natürlich auch durch die Gemeinde Schwandorf, explizit durch den Jürgen Adam, niemals so schnell und so kostengünstig für die Gemeinde zustande gekommen wäre. Der Verein steuert durch diesen Vorhaben bis jetzt, also Verein ist bei der Feuerwehr, das ist ein bisschen gewandt, Feuerwehrverein. Der Verein hat sich mit mittlerweile über 15.000 Euro an dem Ganzen beteiligt, aus Vereinseigenmitteln. Und da möchte ich noch anmerken, dass die Gewinne, das ist, was wir verdienen aus Veranstaltungen und Feste, die Feuerwehr macht. Hierzu auch nochmal vielen Dank an die Theatergruppe der Feuerwehr, die durch ihre Auftritte auch einen großen Anteil an den Einnahmen hat. Ich bin sehr stolz, diese Veranstaltung eröffnen zu dürfen. Und ich hoffe, dass dieser Tag sehr lange in guter Erinnerung bleibt und keine lange Weile aufkommen lässt. Unser zukünftigen Feuerwehrnachwuchs gibt es im Anschluss noch einiges zu erleben: durch Kinderspiele, im Schulhof oben. Und gegen 14 Uhr gibt es eine Schauübung mit Freunden vom Haus. Seid alle recht herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ich darf dem Fest noch einen guten Verlauf wünschen und gebe das Wort weiter an den Querführer und Bauleiter Gerhard Gehrig. Danke.